Hallo zusammen, heute gibt es ein spannendes Unboxing-Video zu einer schönen alten analogen Rangefinder-Kamera. Da ist ein Karton, der ist diese Woche aus Japan gekommen und da drin sollte jetzt eine Canon L3 sein. Ich hoffe, das passt. Ich habe das diese Woche am Montagabend bestellt. Tatsächlich per FedEx kam am Freitag schon das Paket. Das ging also sehr schnell. Es war ein erfahrener eBay-Händler in Japan. Und drei Sätze dazu, bevor ich sie jetzt auspacke zu dieser Kamera. Ich werde natürlich zur Kamera selbst nochmal ein etwas ausführlicheres Video machen, auch mit einigen Beispielaufnahmen dann. Heute geht es erstmal um das Auspacken, aber damit ihr wisst, was ich jetzt auspacke, einfach drei Sätze auch dazu. Vielleicht sind es auch fünf Sätze. Also, wir haben hier eine Canon L3, die soll da drin sein, ungefähr 530 Gramm. Ich hoffe, dass da jetzt nicht nur zwei Stücken Butter drin sind. Vom Gewicht könnte es passen, also genauer gesagt 530 Gramm. Und diese Canon-Serie, diese L-Serie, kommt aus dem Jahre 1957. Die Besonderheit, sie hat ein klassisches Leica L-Mount. Und ist im November 57 in den Markt gekommen. Basis war damals das Canon S-System. Und sie hat eine Belichtungszeit von B bis eine 500. Sekunde. Die 1000. Sekunde, die es normalerweise in dieser L-Serie gab, ist bei diesem Objekt, bei dieser Kameraausführung bei der L3 weggelassen worden. Ebenfalls die Flash-Synchronisierung über der 200. Sekunde. So. Und das Besonderheit ist es im Grunde eine Kamera, die irgendwie so ein Stück zwischen der im Vergleich, wenn man jetzt auf die klassische Leica-Serie guckt, liegt sie zwischen der M- und der L-Serie. Und sie ist seinerzeit auch im Markt gewesen, ja, mit mehreren Brennweiten. Es gab einmal eine sehr preiswerte Brennweite 35 mm 2f/2.8. Es gab eine 50 mm 2.8 und ich habe hier die 1,8 50 mm mir geholt für einen überschaubaren Preis. Ungefähr 230 Euro habe ich dafür bezahlt und habe sie auch deshalb ausgewählt, weil sie eine sehr, sehr gute Kondition, also sehr guten Zustand hat. Auch das Glas, die Canon, das Canon-Objektiv ist laut Beschreibung des Verkäufers sehr ordentlich und hat keinen Einschluss, keinen Nebel, also alles funktionieren. Und jetzt packen wir das Ganze mal ein und versendet hat das aus Japan ein Herr oder Dame Kusu Fukumori aus Arakawa. Ja, wie gesagt, sehr schnell zugestellt geworden, FedEx, Montagabend auf eBay bestellt, Freitag gekommen. Da scheint schon jemand zu wissen, wie das mit dem Paketversand funktioniert. Also das war sehr erfreulich. Und jetzt packen wir das Ganze auch aus. Ich weiß nicht, was drin ist. Wie gesagt, es könnten auch zwei Stücken Butter sein. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, sondern dass tatsächlich die Kamera drin ist, die ich bestellt habe. Da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken hier, dass ich das Ganze jetzt hier aufbekomme, ohne irgendetwas zu zerstören. Es ist kein Ledercase dabei. Es gab auch eine Variante mit einer klassischen Ledertasche für diese Canon-Reihe. Allerdings hätte die dann, waren so einige Mängel an der Kamera und jetzt wollte ich nicht die Ledertasche haben, sondern ja die Kamera an sich. Und da war mir dann einfach wichtiger, dass sie dann tatsächlich die bessere Kamera ist. Ja, also das war jetzt so. Dann müssen wir jetzt mal hier aufsäbeln. Ich hoffe, ich schneide mir jetzt nicht einen Finger oder so. Schön Luftpolstertaschen mit dabei und ja, das ist also schon mal, also die machen das sehr gut verpackt und da haben wir jetzt hier so ein, muss man schon sagen, also zwei Stücken Butter werden es nicht sein, es ist irgendwas anderes, ne? Das ist schon sehr schön, muss jetzt auch ein bisschen aufpassen jetzt hier, dass wie das hier gemacht hat, alles super verklebt, ja. Und die Kamera zeichnet sich oder soll sich auch dadurch auszeichnen, dass sie beim Verschluss einen, ja, ich sag mal, ziemlich satten Sound haben soll. Da bin ich also auch mal gespannt. Und das ist natürlich sehr schön. Ich bin ja ein Fan von diesen analogen Kameras. Also nicht, dass ich jetzt meine gesamte Fotografie auf analog machen möchte. Dafür ist einfach
Da fehlt dann doch die Bildbearbeitungs- oder fehlen dann doch die Bildbearbeitungsmöglichkeiten mit Lightroom, Photoshop etc. Aber ist natürlich immer wieder schön, so ein Stück entschleunigt zu fotografieren. Und Farbfilm und Schwarz-Weiß-Film, ja, das ist halt auch immer ein schönes Thema. Also es ist schon mal, man sieht tatsächlich eine Kamera. Ach, das ist erfreulich, steht auch mal drauf. Canon L38W mit 1,8 50 mm. Die Kamera ist auch als, nennen wir es mal, ja, preiswerte Kamera in Japan, vor allem Verkauf von irgendwie so 15.000 Stück oder 12.000 Stück. Deshalb ist, findet man diese Kamera logischerweise eher in Japan, von dortigen eBay-Händlern. Und wobei, ich habe einen Kamerastore mal gesehen, das war auch ein Second-Hand-Laden in Den Haag. Und der hatte ebenfalls ziemlich viele alte, so, ja, Canon Rangefinder-Kameras. Da war ich aber nicht zu sehr mir sicher, wie das Preisniveau aussieht, und da habe ich dann damals nichts gekauft. Aber jetzt so für die kann man das ja gut nachvollziehen. So, wir haben keinen Objektivdeckel, okay, aber siehe da, tatsächlich ist es das drin, was wir bestellt haben. Ganz kurzer Blick drauf. Ja, es ist eine 50 mm Glas, 1,8 von der Blende. Das geht doch alles hier sehr schön. Ja, und mal gucken. Hier ist ein. Da kann man schrauben. Jawohl. Der geht gerade etwas. Mal gucken, wie das hier geht mit der Dings, mit der Entfernungseinstellung. Ansonsten. Ja, das klingt schon mal sehr gut, ne? Wenn man mal hört. Ja, Mikro. Ja, schön. Ja, und man hat, den müsste man wahrscheinlich ziehen, genau. Oder? Ja. Ja, das ist so dieser, das ist so damals, weil ich muss überlegen, welcher Kameras noch so der Fall ist. Man muss halt diesen Hebel hochziehen, um die Verschlusszeit einzustellen. Und da habe ich halt 500, 250, 125, 60, 30 und B, jawohl. Das Schöne ist, sie ist noch ohne Batteriebetrieb. Es gibt ja etliche Kameras aus den 60er, 70er Jahren, so klassische Rangefinder-Kameras. Da muss man mit den Batterien immer ein bisschen tricksen, da erzähle ich aber ein andermal was zu. Und das ist halt eine Kamera, die ist wirklich tatsächlich nur rein mechanisch. So. Also das soll's. Also kurzes Fazit. Ja, ist das angekommen, was bestellt war. Die Kamera jetzt vom Zustand. Ich muss mal gucken. Gerade so die Ecken. Das ist so wie auf den Aufnahmen angegeben. Tatsächlich alles sehr ordentlich. Hier fehlt bei den L1 und L2 gab es hier einen Blitzanschluss für eine Studioanlage. Der ist hier weggefallen. Auch die tausendste Sekunde ist weg. Und ansonsten aber erstmal vom optischen Zustand einwandfrei. Die muss irgendwo sehr ordentlich gelegen haben, denn sie ist auch nicht abgenutzt. Ich habe hier keine auf dem Kunststoffmaterial keine Griffabnutzung oder irgendwas ähnliches. Sie ist im einwandfreien Zustand, so wie eine Kamera, wenn sie halt aus den sehr gut erhalten ist. Model L3 steht auch drauf. Alles andere dann entsprechend später. Also, das dazu, wer sich für die Kamera interessiert. Ich packe auch noch mal ein paar Infos mit hier zum Video mit dazu. Wie das Ganze zu den technischen Details, und dann freut euch auf das nochmal genaue Vorstellungsvideo. Heute ging es, wie gesagt, ums Unboxing. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Freude beim Fotografieren. Macht's gut, euer Maximilian.